Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Da hat jemand in der Schule beim Rechnen versagt, ne? Tatsächlich. Obwohl in der DDR hatten sie ja wirklich gute Mathematikunterrichte, muss man sagen. Naturwissenschaften sollen angeblich immer sehr gut unterrichtet worden sein, ja. Wer war denn in der DDR? Die Frau Wagenknecht doch nicht etwa? Doch, die war auch da. Aber sie wollte ja immer schon anders sein als andere. Das ist ja ihr Prinzip. Da hat sie Mathe geschwänzt, wa? Nee, die rechnet anders. Ach, die rechnen anders. Ja, Die die haben Menschen wollen Mehrheit. Veränderung. Und da sollen doch bitte schön die Altparteien auf den oder die BSW drauf zukommen. Haha, ha, die Menschen, wer sind denn die Menschen? Alle, 100%. Wie viel haben BSW gewählt? 14%. Wie viel davon haben vorher die Linke gewählt? Die Hälfte davon vielleicht. 7%, 8%, das sind dann die Menschen und das ist die Mehrheit. Also, boah. Ja, heute Morgen hat sie das gesagt, das habe ich auch gehört. Sie hat die Mehrheit in Ostdeutschland, ja, und die Mehrheit in Ostdeutschland möchte keine Bestimmt, die Mehrheit Verteidigung. bestimmt. Die möchten sich nicht verteidigen gegen die Russen. Nee, nee, Das ist muss man schon ja auch heftig. nicht, muss man ja Also auch nicht. Die haben ja noch nie jemanden angegriffen. Russland ist immer nur überfallen worden, seit Napoleon oder davor schon. Ja. jetzt gerade wieder in der Ukraine. Die Ukrainer sind ja auch wieder in Russland einmarschiert und so. Naja, ich Die kann. haben ganz Westrussland besetzt seit 1991, die Ukraine. Ja, widerrechtlich. Die Und die NATO und Russen die. mussten aufgrund von einer gewissen weltpolitischen Schwäche, mussten sie diese ganzen Verträge unterzeichnen. Mein Gott. Ja. Nee, Nee, also die sag Frau du dir zu mir. Wagenknecht brauche ich nicht. Wer die wählt, ist auch selber dran schuld. Kann man anders ja nicht sagen. Ne? Wobei die FDP ist fast genauso gut. Ne? Die ist auch ohne Hirn schon tot. Ja, die haben ja auch keine Hirne mehr. Ja, eben. Und da kann man dann Also auch bei. das letzte Hirn, was noch in der FDP ist, das heißt Baum. Das stimmt. Der Baum, der wäre richtig clever, ja. Aber der würde wahrscheinlich auch sich nicht dafür aussprechen, dass man schon beim Kreislaufstillstand für tot erklärt wird. Ne? Aber Nee. gut, also mir wäre es egal. Also bei Lindner oder besser Kubicki, wenn bei dem mal der Kreislauf ausfällt, dann können die ruhig für tot erklären. Ja, am besten irgendwo mitten in den Dünen der Insel Sylt, Ja. wo die nächste halbe Stunde es schwierig wird, einen Ja, das sind. Rettungswagen hinzubeordern. Ja, Reanimation brauchen wir da nicht. Ist doch ein Kreislaufstillstand, können wir gleich an die Organentnahme schreiten. Ja, Das. Porsche-Fahrer sind sowieso potenzielle Organspender, finde ich, so wie Ja, Motorradfahrer. rollende Organspender auf jeden Fall, bei den Geschwindigkeiten, die die fahren. Wobei man muss aufpassen, da bleibt oftmals ja nicht mehr viel übrig, dann, also, Ja, eben, was man noch spenden könnte. ja. Ja. Meine Herren, ne? Die Ja, wer auch Israelis. rechnen kann, scheint also Donald Trump zu sein. Der rechnet damit, dass das Migrationsthema die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt und sie Ja. deshalb ihn wählen werden und alle anderen Themen, die eigentlich wichtig sind, dann hinten runterfallen. Ja, das ist eine Taktik und Strategie zugleich. Er schmeißt immer irgendwelche Brocken vor die Leute hin, über die, die sich dann tierisch aufregen. Also, Harris will euch eure Waffen wegnehmen, oder Harris ist linksradikal, oder. Und damit setzt er dann Themen, die zwar keine Relevanz haben, aber die Leute emotionalisieren, und das finden die Leute dann gut genug, damit sie ihn wählen. So, ja. Das hat der Harari, muss ich jetzt sagen, also Maischberger fand ich wieder grottenschlecht, genauso wie Ja, Lanz. ja, ja, Aber das hat der Harari gut erklärt, muss man ihm lassen. ja. Der Urban Priol saß wie ein begossener Pudel da. Ich kann nicht mehr sagen. Ja. Und Wobei, das das will ist schon was schwierig. heißen, wenn der nicht zu Wort kommt und nicht die richtigen Sätze finden darf. Oh, Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Das passiert nicht jeden Tag, ne? Dass die Maischberger ein Comedian oder Kabarettisten, das ist er eh nicht, eher noch ein Kabarettist,
der alten Schule zum Schweigen bringt, sozusagen. Ja, das ist schon steil, steil, ne? Nimmst du eigentlich Meta, sag mal? Nee, noch Nee. nicht mal Methadon. Du nimmst nicht mal Methadon. Nee. Aber du spielst mit Facebook, habe ich gehört. Ja? So ab und zu mal, Ja, ich täglich. ne? Naja, Meta ist jetzt ja wohl tatsächlich auch anerkanntermaßen in den Vereinigten Staaten schon eine Droge. Ne? Also Facebook und Co. Und einige Staaten verklagen deswegen auch Zuckerberg, Ja. vernünftigerweise. Habe ich am eigenen Leib spüren müssen, dass ich geguckt habe auf die rechte Seite. Warum gibt es keine Likes für meine Beiträge? Warum kommentiert keiner meinen Scheiß? Und heute schon wieder nicht und viel zu wenige und. Und plötzlich hängst du in so einer Ja. Schiene drin und denkst dir, was machst du da eigentlich? Ja. Also ich kann Das mir stimmt. vorstellen, dass viele Menschen, die nicht mit dem Hintergrund dieses Werkzeug benutzen, dass die da drin aufgehen und dass die auch zum Teil dran verzweifeln, ja. Ja. Nein, man muss sich über die Mechanismen, die da zum Wirken kommen, sehr im Klaren sein. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, Rudi, wir werden mal an irgendeinem kommenden Wochenende anbieten, dass wir da auch ein bisschen was zu erklären. Was ist Aufmerksamkeitsökonomie? Wie funktioniert das Tier? Bedeutet das überhaupt, damit zu spielen? Und das machen diese großen Konzerne ja ständig und immer. Und das Schlimme ist, sie fesseln damit ja junge Menschen an sich. Und sie fesseln ein junges Publikum, das das total unreflektiert dann wahrnimmt und immer tiefer reingleitet in diesen Werbesumpf der sogenannten sozialen Medien. Ja, Sie müssen ja auch an die jungen Leute, weil bei uns Alten sind keine neuen Daten zu erwarten. Die haben schon alle Daten von uns. Das Das, stimmt. was sie von uns noch rausfischen können, entspricht im Grunde genommen dem Erfahrungswert unseres Profils dort bei Facebook Ja. oder X oder wo auch immer. Hat wenig Werbewirksamkeit hier, ist kaum noch verkaufbar. Die müssen an die jungen Leute ran, die bringen neue Daten, die bringen neue Trends. Ja. Ja? Und sie Ja. entwickeln sich vor allen Dingen. Und wenn ich ein, für, von uns haben sie ja vielleicht ein Profil, das die letzten 10, 15 Jahre Ja. beinhaltet. Das ist nicht allzu viel. Viel Geschichte haben wir nicht in diese Gerätschaften reingeschrieben und dieses ist auch kaum auswertbar, aber die jungen Leute, die entwickeln sich und da sind Trends zu erkennen und das ist wichtig. Das sind wertvolle Ja, also Informationen. ich finde es schön, dass die Amerikaner da mal wieder einen Riegel vorschieben. Die Europäer tun mal wieder gar nichts. Sie warten, was da kommen wird. Und sie wollen ja auf keinen Fall die amerikanischen Freunde im Silicon Valley frustrieren. Ja. Ich will es mal dabei bewenden lassen. Wichtig finde ich die Shell-Studie. Ich beobachte die Shell-Studie schon seit 40 Jahren und die Journalie tut das anscheinend nicht. Für die ist es ja jetzt so, dass die Jugend nach rechts wandert. Wenn ich an die Ergebnisse in den 80er Jahren da denke, da gab es ein Potenzial von 30% der Jugendlichen, die rechten Positionen zugeneigt waren. Ja? 30%. Das hat sich also eher verringert. Es sind weniger Jugendliche, die sich diesen rechtlichen Scheiß antun. Rechtsscheiß, muss man ja sagen, nicht rechtlich, sondern diesen AfD-Müll. Mit dieser Spinne wie der Gra, die denen erzählen, was ein Mann ist, der selber keinen hochkriegt, aber dann meint, er müsste den Larry machen. Das ist schon gut so, dass die Jugend da kritisch ist, ja, und kritischer wird und heute eben keine 30% mehr diesen Thesen zuneigen, sondern wohl nach dieser Studie 25%. Immer noch viel zu viel, aber naja. Ich bin mir aber auch nicht sicher, selbst wenn du das jetzt seit 40 Jahren beobachtest, die Gesellschaft verändert sich ja, die Trends Ja. verändern sich, die Inhalte in der Gesellschaft verändern sich, das, was Jugend reingespült bekommt, verändert sich. Und von daher, da glaube ich, dass die Fragestellung von vor 40 Jahren in Bezug auf, bist du rechts oder so, andere sind als heute und dass man Das heute auch stimmt. deshalb andere Ergebnisse hat. Ich glaube nicht, Ja. dass die Jugend da so großartig unterschiedlich ist. Es ist aber auch egal. Es ist Ja. keine Meldung wert, finde ich. Es ist gar keine Meldung wert.
Eigentlich nicht. Ne? Rudi, wir haben ja schon wieder im Schweinsgalopp alles abgearbeitet, was wir heute vorhatten, ne? Nee. Schweinsgalopp würde ich das nicht nennen. War wieder Aber nett. Leute, ihr habt Schwein gehabt, dass wir das nur so auf 10 Minuten begrenzen, ne? So ist das. Morgen wieder.